Ja, hallo alle Freunde der guten Weine. Ich melde mich heute zum zweiten Mal aus Lauenburg und habe einen Gast. Das letzte Mal saßen wir an der Elbe mit Albert Kalfels und heute sitze ich mit Stefan Päfken aus Bordeaux in der Holzwerkstatt für meinen Freund Fritz Hock. Das ist ein Holzbildhauer, der hier ansässig ist und der hat mir vor einem halben, dreiviertel Jahr mal gesagt, ich würde gerne mal was schnitzen aus altem Rebenholz. Da habe ich gesagt, da kenne ich einen. Das ist der Stefan Päfken in Bordeaux. Der hat alte Reben und ich frage den einfach mal. Und heute kam Stefan Päfken aus Bordeaux mit dem Auto hierher nach Lauenburg und hat uns richtig uralte Rebstöcke mitgebracht, die er gerade gerodet hat. Mein lieber Stefan Päfken, warum rodet man einen solchen Schatz der Natur? Naja, roden ist nicht ganz richtig. Der Weinstock ist leider abgestorben dieses Jahr. Und dann muss er raus, muss ersetzt werden, da wird dann nachgepflanzt. Wie alt ist sowas? Wir wissen es nicht genau, wir wissen nur, dass er vor 1917 gepflanzt wurde. Ja gut, okay, wenn man so alt ist, dann darf man ja auch mal das Zeitliche segnen. Und ja. Jetzt führen wir diesen wirklich uralten Rebstock, fast 100 Jahre alt. Was für eine Sorte ist das? Das ist Cabernet Franc auf einer Lage, die wir Sophie nennen. Liegt direkt an der Gironde, blickt auf die Gironde, ist eine Kieslage, eine wunderbare Qualität kriegen wir daraus. Und na, also, jetzt haben wir einen fast 100 Jahre alten Cabernet-Stock von der Sophie an der Gironde und die ist heute an die Elbe gekommen zu Fritz. Fritz, ja. Was machst du aus sowas? Das ist eine gute Frage. Also, erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei Stefan, dass er uns hier so tolle Stöcke mitgebracht hat. Ich werde mal etwas damit testen, wie sich das Holz verhält, was man damit machen kann. Ein paar Ideen habe ich, die werde ich jetzt hier natürlich noch nicht benennen. Aber ich denke, so im nächsten Frühjahr wird man mal das erste sehen können und dann werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Mit so altem Holz und so, wenn man schnitzen will, das ist ja ähnlich mit Wein. Wein braucht ja auch so seine Zeit zum Reifen und du brauchst das Holz getrocknet. Das heißt, du musst es jetzt erstmal trocknen, ne? Naja, was ich gesehen habe, ist das Holz relativ trocken. Das wäre also jetzt gar nicht das Problem, aber ich brauche die richtige Idee. Zeit, Muße, das haben wir jetzt in den Wintermonaten, kalte Abende, wo man sonst nicht viel zu tun hat. Da kann man sich mit so einem Holz ein bisschen beschäftigen und das werde ich also ausgiebig tun. Also ich bin gespannt, was aus dieser Kooperation von den beiden entstehen wird. Ich bin mir sicher, es werden wunderbare Kunstwerke sein, denn Fritz ist nicht nur einer, der so irgendwie was drechselt und schnitzt und schmirgelt und macht, sondern er macht ganz, ganz wunderbare Kunstwerke aus Holz. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr würdiges Ende für einen so alten Rebstock, oder ja, Stefan? Ja, das ist immer sehr traurig, wenn einer von den Alten abstirbt. Der ist auch dieses Jahr erst abgestorben. Wir sehen das da an den Schnittstellen. Also es kann durchaus sein, dass da noch einige Leitbladen sind, die Saft enthalten. Mhm. Das wirst du sehen, wenn du dir da anfängst zu arbeiten. Es ist immer ein Verlust, aber gut, das ist der Lauf der Dinge. Ne? Sprechen wir von einem Wein, der nur so gut sein kann, wie er ist, weil die Trauben von so alten Rebstöcken, zumindest teilweise, stammen. Ja. Das ist Château Larrays aus dem Médoc und das ist der Wein, den Stefan Päfken macht und den wir heute natürlich auch hier haben und den wir ausgiebig bereits verkostet haben. Mhm. Das ist ja, jetzt schon, allerdings. Das ist jetzt schon das Finale eines etwas längeren Abends. So, Larrays ist ein Wein, der hat keine Klassifikation, der hat eigentlich gar nichts, der ist einfach nur gut. Wie kommt das? Wie macht man sowas? Ja, sauberer Vinifikation von reifen Früchten. Das ist das A und O. Dann die alten Rebstöcke und ein gutes Terroir. Wenn das alles zusammenkommt, dann kommt dann ein Wein von einer herrlichen Dichte und Komplexität raus. Gutes Terroir ist natürlich eigentlich, sagen wir mal so, in terms of von den normalen Weinkennern, Weinfreaks und so, die das alles nur so aus Büchern kennen, ja. Ist natürlich eigentlich ein Witz, weil ihr seid da draußen im sogenannten Bass-Médoc, also im niederen Médoc, also ja. Da, wo eigentlich ja gar nichts wächst und da kommt ja nur noch das Meer und das ist
so weit weg und so. Aber wie kommt es, dass ihr dort so ein Terroir habt? Was ist das Besondere? Im nördlichen Médoc, also im Bas Médoc, wie du das nennst, das ist, da ist das gute Terroir etwas begrenzter. Die Kieskuppen sind etwas kleiner als im südlichen Médoc, im Haut Médoc. Aber sie sind trotzdem vorhanden und sind sehr attraktiv. Jetzt kommt auch noch die Erderwärmung dazu, die uns da hilft, die Reife der Trauben auch optimal hinzubekommen. Das war besonders in den 70er Jahren das Problem des Médoc, dass die Reben nicht vollständig reif wurden. Aber wir bekommen jetzt auch die Cabernet-Traube zur Vollreife hin und ernten die mit 14% Alkohol, was eigentlich schon den Anschein hat, als wäre es übers Ziel hinausgegangen. Das sind fantastische Ergebnisse, die wir da jetzt erzielen, und das kommt auch aus dem, das hilft dem Médoc auch ein bisschen aus der Vergessenheit rauszukommen. Es kommt ein bisschen, ich hab dich ja besucht vor einigen Monaten, es kommt natürlich hinzu, dass ihr dort, sagen wir mal, ein vergessener Winkel seid. Das ist natürlich, ja. Also, ich sag mal, über Bio braucht man dort eigentlich nicht zu reden, weil dort ist seit Jahrzehnten nichts mehr gemacht worden. Ja, ne? Bio hat es ganz schwer aufgrund der klimatischen Verhältnisse. Aber so ganz vergessen sind wir nicht. Also einige Grand Cru Classé haben sich da schon eingedeckt und haben dort Flächen zugekauft. Mhm. Die Chinesen kaufen mit sehr hoher Frequenz ein Chateau nach dem anderen auf. Das hat schon... Die kosten natürlich nicht sehr viel da draußen, die Chateaus. Richtig. Deswegen bin ich da auch hingegangen. Ich habe einfach gesehen, wie sieht nun die Qualität des Terroirs aus und die Weinqualität im Verhältnis zu den Kosten für einen Hektar Rebflächen. Und da habe ich, ich konnte es erst kaum glauben, aber es war verhältnismäßig günstig. Und ich bin dann da auch... in die Vollen gegangen und habe da ordentlich zugelangt und versucht da jetzt mein Glück nicht. Na, er versucht sein Glück, das ist lustig. Ich meine, er hat ja einen Wein gemacht, den würde ich mal so ganz locker irgendwo zwischen 93 und 95 Punkten sehen. Das ist ein richtig toller Stoff, 2010 Chateau Le Raise, kostet knapp unter 20 Euro und es dürfte ziemlich schwer sein, für dieses Geld einen vergleichbar guten Wein zu bekommen. Zumindest in Bordeaux. In anderen Gegenden der Erde mag das möglich sein, aber in Bordeaux nicht. Und wenn jetzt der Fritz als nächstes aus diesen uralten Rebstöcken noch wunderbare Kunstwerke gemacht hat, dann steht dem Welterfolg dieses Weins eigentlich überhaupt nichts mehr im Wege. Wir werden das zusammen wuppen. Das werden wir machen. Darauf möchte ich jetzt mal mit euch anstoßen. Prost Stefan, Stoß Fritz. Zum Wohl. Und euch. Chateau Le Raise kaufen. Es ist die letzte Möglichkeit, ihn 120 Euro zu bekommen. Tschüss.